Wenn man so einen richtig dicken Fisch haben will, dann muss man halt lange am Teich sitzen. Ja, und so haben wir halt uns hier so ein bisschen Beschäftigungskrams gesucht, um halt das Problem auszusitzen. Ja, hallo, da sind wir zwei Hübschen wieder und wir haben heute einen Megatipp. Einen Megatipp, nämlich EDV-Probleme. Ja, wer kennt sie nicht? Die Probleme mit dem PC und vielleicht auch mit dem Smartphone oder Tablet. Und wir haben den absoluten Tipp und den wollen wir heute mal wirklich ganz ausführlich bringen, wie man mit einer ganz einfachen Technik diese EDV-Probleme lösen kann. Nämlich, und jetzt kommt's, der Kollege hat mich auf die Idee gebracht, weil wir hatten letzte Woche riesen EDV-Probleme, nicht wir, aber jemand anders. Und wir haben sie ganz einfach gelöst durch Aussitzen. Ja, aussitzen. Und wir wollen Ihnen in der heutigen Folge einfach mal zeigen, wie das geht. Also wir tun jetzt mal so, als wenn der PC nicht funktioniert und wir wollen das einfach mal aussitzen. Also fangen wir an. Ja, und Sie sehen, man muss sich nur gut beschäftigen während der Zeit. Dann klappt das auch mit dem Aussitzen. Jetzt wird der ein oder andere sicherlich fragen, ja, wie lange muss ich das aussitzen? Ja, das kann man nicht sagen. Das kommt immer auf die Schwere des EDV-Problems an. Je schwerer und je größer das EDV-Problem ist, desto länger muss man das aussitzen. Ja, das ist so ähnlich wie beim Angeln. Wenn man so einen richtig dicken Fisch haben will, dann muss man halt lange am Teich sitzen. Ja, und so haben wir halt uns hier so ein bisschen beschäftigt. Kramst gesucht, um halt das Problem auszusitzen. Und wir haben es hinbekommen. Das Problem hat sich ausgesessen und von selbst gelöst. Ja, so geht das mit Problemen. Und jetzt würden wir gerne mal von Ihnen wissen, wie machen Sie das? Sitzen Sie auch Probleme aus? So die gute alte Kanzler-Kohl-Taktik? Hauen Sie rein, schreiben Sie in die Kommentare. Wir würden gerne hören, was für ein Problem Sie hatten und wie Sie das ausgesessen haben. Also schönes Wochenende und sitzen Sie das Wochenende einfach aus. Bis nächste Woche. Ciao, Klebs und Kollege. Ciao. Looking, kissing, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want.